So, liebes Internet, in diesem Video möchte ich euch kurz zeigen, was so ein Call to Action bringt und wie man den mit wenig Aufwand hinter jedes Video packen kann. Also, ich zeige euch erstmal meinen erfolgreichsten Call to Action. Dadurch das aktuelle Video von Google als langweilig einkategorisiert wird. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesen Tipps weiterhelfen. Und wenn es euch gefallen hat, dann klickt doch auf den Daumen nach oben oder abonniert den Kanal. Oder ihr klickt einfach auf diesen Link, um weitere Tipps zur Suchmaschinenoptimierung bei YouTube zu bekommen. Außerdem habe ich eine kleine Checklist für euch vorbereitet, in der alle Tipps nochmal niedergeschrieben sind, sodass ihr die einfach neben euch auf den Schreibtisch legen könnt, jeden Punkt abhakt, bis der erledigt ist und am Ende eure Videos besser rankt. Okay, also das ist mein Call to Action in diesem Video. Und ja, ich gucke jetzt mal hier auf die Zahlen. Das kann man sich in den YouTube-Statistiken angucken. Das ist das Video. Ich habe insgesamt knapp 1000 Aufrufe für das Video und habe dabei 181 Klicks bekommen. Das heißt, es sind schon mal 18% der Views, also der Zuschauer, die auf einem Video geklickt haben. In dem Video waren noch mehrere andere Felder, sodass ich hier unten noch eine viel bessere Rate habe. Also wenn ein Zuschauer bis zum Ende geguckt hat, dann hat er mit 25%iger Wahrscheinlichkeit auf das nächste Video geklickt. Also sprich, ich habe 25% meiner Zuschauer, die bis zum Ende geguckt haben, dazu gekriegt, dass sie das nächste Video geguckt haben. Und 18% haben am Ende des Videos auf kostenlos runterladen von dem PDF geklickt. Also hier seht ihr, das sind extrem krasse Interaktionsraten. Hier unten sind noch ein paar mehr Knöpfe gewesen, aber die haben viel, viel weniger gebracht. Also zum Beispiel das jetzt abonnieren bringt auch nicht so viel. Was noch ganz nett ist, ist diese kleine Einblendung, die unten reinpoppt. Die hat mir auch nochmal 3 zusätzliche Views gebracht, also 3% Klickrate. So. Was, genau, das ist auch noch nicht so alt, deshalb ist da die Rate oder ist da die Zahl so gering. Das gibt es noch nicht so lange. So, jetzt haben wir das geklärt. Falls euch das interessiert, wie man das noch machen kann, außer so langweilig wie ich, wie man das spannender macht. Ich habe hier auch noch eine Playlist, die könnt ihr euch dann anklicken. Da habe ich einfach mal die Call to Actions von 9 verschiedenen Videos hintereinander gepackt. Und wie gesagt, es ist erstaunlich, wie viel das bringt. So, das war der erste Teil von meinem Tutorial. Und weil so ein Call to Action so viel bringt, habe ich mir jetzt mal sozusagen einen Standard Call to Action gemacht. Ich zeige euch den mal kurz. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schickt es doch einem Freund weiter, dem es vielleicht auch helfen könnte. Außerdem könnt ihr meinen Kanal hier abonnieren, dann bekommt ihr weitere Videos zu diesem Thema. Und ich habe noch ein neues Projekt gestartet, es nennt sich die 1000-Stunden-Woche. Dabei werde ich euch erklären, wie ihr Videos in Zukunft für euch arbeiten lassen könnt. Da erfahrt ihr mehr hier. Und falls du keine Zeit hast, deine Videos selber zu erstellen oder du Hilfe bei deiner YouTube-Strategie brauchst, dann kannst du mich jetzt hier unten buchen. Das ist meine Homepage und ich freue mich, wenn du da mal vorbeischaust. Okay, vielen Dank. So, also das wäre mein Call to Action. Ich habe den jetzt hier in 3 verschiedenen Formaten angelegt und wie du siehst, hier habe ich dreimal Z vor die Dateien geschrieben. Das hat einfach damit zu tun, dass wenn ich jetzt die Software, die ich nutze, um das da vorzukleistern oder dahinter zu kleistern, die geht einfach nach den Dateinamen. So, ich habe jetzt hier ein 720p Video für mein neues Video und dann ziehe ich einfach beide Videos hier auf den MPEG Stream Clip. Ihr seht, er hat die schon automatisch zusammengefügt. Das ist das erste Video. Hier kommt dann der Call to Action hinten dran. Und ja, was muss ich jetzt noch machen? Ich muss es nur noch exportieren. Dazu sage ich einfach hier exportieren als, wie es mir gefällt, und habe dann sofort mein neues Video. Das Ganze, also wenn ihr mehrere Videos habt, das Ganze geht auch als Stapelbearbeitung. Dafür geht ihr dann auf, wie heißt, Aufgabenliste bei MPEG Stream Clip und zieht das Video einmal hier rein. Dann sagt er hier, gibt euch hier die Möglichkeit, dass man alle Dateien zusammenfügt. Exportieren als QuickTime ist okay. Ich sage okay. Ich sage ihm noch, wo er es hinkleistern soll. So, neuer Ordner. Geht er da rein? Ich möchte das gerne in. Das überspringe ich dann im Schnitt. So, jetzt habe ich das einmal eingestellt und dann kann ich das mit den weiteren Videos machen. Ich klicke als nächstes das Video weg, das Video dran. Ziehe es hier rein und sage ihm diesmal, genau, sage hier selbe Einstellung wie zuletzt. So, dann das weg.
Das weg, das dran. Und nochmal dasselbe Spiel. Sage hier wieder alle Dateien zusammenfügen. So, dann sage ich hier noch los. Und schon rödelt er sich durch. Und ja, ihr könnt mein Call to Action sehen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schickt es doch einem Freund weiter, dem es vielleicht auch helfen könnte. Außerdem könnt ihr meinen Kanal hier abonnieren, dann bekommt ihr weitere Videos zu diesem Thema. Und ich habe noch ein neues Projekt gestartet, es nennt sich die 1000-Stunden-Woche. Dabei werde ich euch erklären, wie ihr Videos in Zukunft für euch arbeiten lassen könnt. Da erfahrt ihr mehr hier. Und falls du keine Zeit hast, deine Videos selber zu erstellen oder du Hilfe bei deiner YouTube-Strategie brauchst, dann kannst du mich jetzt hier unten buchen. Das ist meine Homepage und ich freue mich, wenn du da mal vorbeischaust. Okay, vielen Dank.